Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Uns erreichen in den nächsten Tagen noch etwas wärmere Luftmassen, sodass wir ja landesweit nochmal mit Sommertemperaturen rechnen können. Vielleicht sind es dann aber ja schon die letzten so warmen Tage, denn so Stück für Stück nimmt jetzt auch der Tiefdruckeinfluss zu. Und das heißt, so ab Donnerstag, Freitag werden uns dann auch Schauer und lokale Gewitter erreichen. Nun, die große Wärme, die uns erreicht, die liegt momentan schon über Frankreich. Da nochmal richtige Hitze, das vor allen Dingen im Südwesten des Landes, dort gestern Temperaturen sogar nochmal bis zu 37 Grad. Und heute sehen wir hier auf der Modellkarte, sind sogar in der Region Aquitanien, also im Südwesten, bis zu 39 Grad möglich. Der September-Rekord für Frankreich liegt bei 40,0 Grad, also durchaus auch in Reichweite. Ja, und selbst in der Bretagne nicht unbedingt der Hitzepool bekannt. Auch heute nochmal Werte bis zu 30 Grad oder über 30 Grad und das selbst direkt am Atlantik. Ja, solche Hitze von deutlich über 35 Grad, die wird uns definitiv in den nächsten Tagen nicht erreichen, aber es wird halt noch mal sehr warm werden. Hier heute und auch gestern hatten wir ja schon die Sommertemperaturen im Südwesten, in der großen Südwesthälfte des Landes. Hier wird es heute auch wieder sehr warm mit 25 bis 29 Grad. Das Temperaturgefälle nach Norden, das kennen wir schon. Hier haben wir es auch erstmal wieder, wie in den letzten Tagen auch, mit teilweise einigen Nebel- oder Hochnebelfeldern zu tun. Hier ist das Ganze insgesamt eine etwas zähere Geschichte. Kann gerade so Richtung Nordseeküste auch am Nachmittag noch mal ein paar Wolkenfelder geben. Also hier nicht der unbedingt strahlende Sonnenschein. Im großen Rest allerdings gibt es viel Sonnenschein bei ein paar Schleierwolken, die mal vorüberziehen. Die sind aber harmlos über den östlichen Mittelgebirgen. Da können sich dann zum Nachmittag ein paar Quellwolken mal bilden. Einzelne lokale Regengüsse und Gewitter sind dann im Bayerischen Wald und im Oberpfälzerwald möglich. Da diese Gewitter oder Schauer relativ langsam ziehen, wenn sie sich bilden und ortsfest sind, können sie lokal eng begrenzt auch zu Starkregen führen. Temperaturen haben wir, wie gesagt, schon angesprochen. Im Norden bleibt das Ganze noch gedämpft, so mit Werten von 19 bis 22 Grad. Im großen Rest, wie gesagt, vor allen Dingen nach Südwesten hin, dann die sommerlichen, fast schon spätsommerlichen Temperaturen. Schauen wir auf den morgigen Mittwoch. Ja, auch der bringt nochmal fast überall sonniges Wetter. Ein bisschen zäher, ein bisschen länger kann es wieder ganz im Norden dauern. Richtung Schleswig-Holstein, Ostseeküste generell. Aber auch hier sind die Chancen ganz gut, dass sich die Sonne relativ bald dann durchsetzen wird. Und dann gibt es nochmal einen landesweit sonnigen Tag. Wiederum höchstens ein paar dünne, harmlose Schleierwolken bei weiter ansteigenden Temperaturen. Wenn sich dann die Wolken im Norden an der Küste verzogen haben, sind selbst hier 22, 23 Grad möglich. Sonst im Norden, auch im Großraum Hamburg, bis zu 25 Grad. Ja, und sonst in Richtung Südwesten und Westen gibt es sogar 28, 29 Grad wieder. Aber das ist dann wahrscheinlich auch so der letzte landesweit trockene Sommertag, denn der Tiefdruckeinfluss nimmt, wie gesagt, zu. Wir gucken uns die Wetterlage für den Donnerstag an und sehen, dass sich unser wetterbestimmendes Hochdruckgebiet ein bisschen zurückzieht. Dementsprechend kann sich das Tief natürlich bei den britischen Inseln verstärken und schickt einen ersten Ausläufer in Form einer Okklusion, einer sogenannten Mischfront von Westen her nach Deutschland herein. Damit kommt zwar weiterhin ja warme oder sehr warme, aber auch zunehmend feuchtere Luft nach Deutschland herein. Nun, das heißt, wir müssen auch mit Schauern und Gewittern rechnen und wir gucken mal auf Modellberechnungen, die uns zeigen, wo und wann beziehungsweise mit Schauern und Gewittern zu rechnen ist. Das ist jetzt unser Super HD-Modell, die jetzt ja auch zum Teil die hochaufgelösten Modelle schon den Donnerstag mit abdecken. Und da sehen wir, dass es dann vor allen Dingen natürlich nach Westen hin, wo von Frankreich her die feuchtere Luft reinkommt, dann über Luxemburg, Rheinland-Pfalz und dann auch im südlichen Nordrhein-Westfalen dann Niederschlagssignale zu sehen sind. Hier also durchaus dann im Tagesverlauf lokale Schauer und auch einzelne Gewitter. Da diese relativ langsam ziehen, kann es lokal eng begrenzt auch zu Starkregen kommen. Das wird aber die allermeisten auch in dieser Region nicht treffen. Dann sehen wir auch ein paar stärkere Niederschlagssignale noch in Bayern. Also auch hier einzelne durchaus Gewitter möglich. In Baden-Württemberg ist das Modell noch relativ zurückhaltend. Nichtsdestotrotz besteht hier auch die Möglichkeit, dass es zumindest zu einzelnen lokalen Regengüssen kommt. Nun fassen wir den Donnerstag nochmal zusammen. Wie gesagt, von Südwesten her dann diese aufziehenden lokalen Schauer und Gewitter. Eventuell schon ein bisschen früher, dass es dann so in Rheinland-Pfalz, im Saarland sich zuzieht, ein bisschen wolkiger ist, die Schauer und Gewitter ein bisschen häufiger sind. Entsprechend hier nicht mehr ganz so warm. Ansonsten gibt es nochmal einen landesweit sehr warmen Tag. Es wird ein bisschen feuchter, ein bisschen schwüler von Südwesten her nach Norden und Nordosten merkt man allerdings davon nichts. Es wird ein landesweit, und nicht ein landesweit, aber da wird es durchweg sonniges Wetter geben und sehr warm werden mit
mit dem südlichen Wind sind sogar an den Küsten auf Rügen bis zu 25 Grad möglich und auch an der nordfriesischen Küste fast nochmal sommerliche Temperaturen. Nun, wie geht es dann generell weiter? Schauen wir das uns mal mit einem 14-Tage-Trend an. Ja, das ist das Beispiel Bremen. Es geht dann ein Stück weit ein bisschen zurück. Freitag ein Tag, wo es dann eigentlich überall mal zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen kann. Die Schauer ziehen wieder relativ langsam, also lokal durchaus Starkregengefahr. Ja, und auch das Wochenende sehen wir, pendelt sich dann meist so bei Werten um die 20 Grad für Bremen ein. Das heißt, es wird leicht wechselhaft sein, nicht mehr die große Wärme geben. Unter Umständen baut sich zum Beginn der neuen Woche mal wieder ein neues Hochdruckgebiet nordwestlich, also bei den britischen Inseln auf. Das kennen wir schon aus den früheren Wochen und Monaten. Das würde das Wetter wieder ein bisschen stabilisieren. Die große Wärme würde dann nicht mehr zu uns kommen, wobei Temperaturen um die 20 Grad für die Jahreszeit ja durchaus normal wären. Das war es erstmal von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Ciao, ciao.